Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Freund 80 mit einem neuen Unboxing-Video für euch. Sagen wir so Unboxing-Video, kann man immer so sagen. Ich habe es schon mal angeboxt, dieses Video habe ich schon mal gemacht, aber mir hat es nicht gefallen. Da gibt es einige auch schon einen Outtext drin, aber das wird es so an sich wird es nicht geben, was einfach nur scheiße war. Erstmal bin ich fix und fertig, denn ich habe heute Nacht fast nichts geschlafen. Meine komplette Nase war dicht, keine Ahnung was los war, aber es ging einfach nicht. Und ich bin jetzt auch schon um 9 Uhr da wach gewesen. Also habe ich jetzt, glaube ich, 3 Stunden Schlaf gehabt. Nichtsdestotrotz, ich wollte euch das Video gerne mal zeigen, denn ich bekam ein Paket eben von Amazon. Und wie gesagt, habe ich ausgepackt gehabt, auch komplett schon. Und ich habe bei Cyber Monday nach zugeschlagen. Und habe mir die Titi Haller Forden bis hierhin und viel weiter Collectors Box, die DVD Box mitgenommen. Und die war richtig gut reduziert. Von 150 Euro auf 95 Euro und ich wollte die schon die ganze Zeit haben, diese Box, aber ganz ehrlich, 150 Euro für eine DVD-Box ist mir etwas zu viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber da sind jetzt 44 Disc-DVDs drin und ja, 95 Euro kann man jetzt dazu nichts sagen. Von daher dachte ich, okay, ist doch fast der komplette Werdegang von Didi Haller vorne drin, bis auf die letzten paar Filme jetzt, halt, wo rauskamen. Und von daher ist es eigentlich trotzdem ein guter Preis. Aber 150 Euro ist eine große Menge Geld für ein paar DVDs. Hätte ich sie investiert. Ja. Nichtsdestotrotz eine schöne Box, aber ich muss auch feststellen, es hat auch einige Macken hier drin. Denn wo ich das erste Mal angeboxt habe, sind nämlich die kompletten Discs, nämlich konnte man schütteln, da sind überall die Discs rumgeflogen, also in dieser Box noch eingepackt. Jetzt habe ich schon mal also gut wie möglich alles einsortiert und ich hoffe, euch wird das Video jetzt ein bisschen besser gefallen als mir fürs andere, denn es war wirklich richtig scheiße. Und ja, was mir vorne drauf ist ein Mosaikbild von Didi Haller Forden. Und da sind 2500 Bilder von seiner Karriere drauf. Also auf allen, es sind nämlich hier 4 solche kleinen Bilderrahmen, wo immer diese ganzen Discs drin stecken. Und insgesamt gibt es dann 2500 Fotos, wo eben hier verarbeitet sind. Und das ist richtig geil. Und wenn man nämlich mal genau anguckt, ne, dann sieht man nämlich hier die ganzen vielen kleinen Bildchen von Didi Haller Forden. Und das ist schon mal richtig geil. Wirklich klasse. Und hat auch einiges an Inhalt drauf. Und zwar, das ist alles hier hinten drauf. Ich halte euch einfach mal die Kamera, ihr könnt es mal selber durchlesen, was echt extrem viel ist. Ist alles nach Jahreszahlen sortiert, wann die erschienen sind. Und das finde ich schon mal richtig cool. Die Box ist auch auf 1000 Stück limitiert und ich habe die Nummer 110. Ja, ansonsten ist diese Box wirklich sehr schön. Hat die Größe, denke ich mal, von The Texas Chainsaw Massacre. Denn das ist auch von Turbine, wie ihr hier seht. Und ist ja auch Texas Chainsaw Massacre auch von Turbine. Und hat auch die gleichen Maße, 30x30. Also ist das hier auch ein großer Hardbox-Karton. Und ja. Wir machen einfach mal auf, das schöne Teil, und ich hoffe, mir fallen diese Discs nicht wieder alle raus, denn das war nämlich echt extrem nervig beim letzten Video. Und eben hier noch einige weitere Hinweise bei Bavaria Media, also hier in der Seite ein paar Credits noch. Und hier in der Seite nochmal die Haller Forden bis hierhin und viel weiter. Und innen dann eben eine schwarze Umrandung. Ja. Und jetzt sind nämlich hier nämlich 4 so, schau aus wie so Schallplatten. Schau das aus. Und da stecken eben die ganzen Discs nämlich drin. So an sich ist eine schöne Sache, aber wenn ihr wirklich mal hinguckt, die Discs sind richtig scheiße reingepackt. Es sieht schon richtig blöd aus, denn die können so leicht rausfliegen und das nervt extrem und die können auch sehr leicht zerkratzen. Hier eben jetzt hat das erste von 1967 bis 1978 und dazu ein passendes Mosaikbild eben von diesem Jahr und auch hier gibt es verschiedene kleine Fotos von ihm aus diesen Jahren und es ist schon mal richtig cool, also wirklich war sehr schön gemacht und da gibt es wirklich nichts zu meckern, aber wenn wir jetzt hier gleich aufmachen, diese schöne Disc, ich mache es mal so, halte es mal so hoch und dann kann man ihn hier aufklappen und dann stecken ihm hier in die Discs drin. Und die ist eben extrem locker drin, also die muss man wirklich ein wenig reinpressen, bevor sie hier wirklich alle rausfallen. Hier nochmal dasselbe Bild wie von dem Mosaikbild, nochmal ohne Mosaik, auch sehr schön.
Und hier im Aufschlag dann noch die restlichen Discs. Also ihr seht schon, hier ist wirklich einiges an Auswahl an Filmen und Serien dabei, was es so gibt. Hier auch Nonstop Nonsense. Palim, palim. Ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Ja, ich liebe diesen, ich liebe einfach die Halle vorne. Habe ich früher so gern geguckt und das eigentlich immer noch. Und hier Honig im Kopf kann ich auch wirklich jedem so ans Herz legen. Und wir machen einfach mal so eine Disc mal raus und gucken uns mal an, wie die innen ausschauen. Und also bis jetzt sind noch keine zerkratzt, Gott sei Dank. Da bin ich auch sehr froh. Also haben wir so eine Stichprobe mal rausgenommen. Aber ich denke mal, wenn die wirklich halt rumfliegen, ist das schon richtig scheiße. Und hinten drauf dann nochmal halt, stopp, verkehrt rum. So. Und hinten drauf ist dann noch eine komplette Inhaltsangabe, was jetzt in dieser Schallplatte hier jetzt eben alles drin ist. Und das sieht man eben jetzt hier. Und auch wunderschön dargestellt mit ein bisschen Hintergrundinformation über den Film oder über die Serie. Und ja, es gibt auch noch hier einige Extras mit dabei von jeweils von diesem Film dazu. Und ist wirklich sehr schön, also wieder weiß ich nicht vorlesen, was dauert sonst zu ewig lang. Ja, auf jeden Fall, das ist Nummer 1 von 1967 bis 78. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten. Und zwar von 1978 bis 85. Da mache ich es mal genauso, aber dann fallen sie schnell raus. Hier eben wieder ein Mosaikbild aus dem Jahr 78 bis 85. Auch sehr schön, diesmal hier mit Brille. Und auch wenn man hier sieht, auch wieder mit vielen kleinen Mosaikbildchen. Also wirklich echt klasse. Das ist wirklich eine Sessionarbeit gemacht. Also da gibt es echt nichts zu bemängeln. Aber auch hier wieder, ich hoffe, die halten wieder, wenn man es aufklappt. Also es ist wirklich sehr empfindlich auch. Hier eben dann noch die nächsten Discs, hier Nonstop Nonsense. Und wie ihr auch seht, sind auch jede Disc auch nochmal beschriftet hier, von wann die rauskamen und was es eben für eine Edition ist. Was mir eben auch auffällt, ist halt eben auch die, es sind einfach die kompletten DVDs, wo es auch schon einzeln zu kaufen gab. Also es ist kein extra Motiv jetzt drauf für diese Edition, aber es finde ich nicht unbedingt so dramatisch. Die Box gibt es leider nicht auf Blu-ray, das finde ich extrem schade, denn dann hätte sich auch dieser Preis auch gerechtfertigt für 160 Euro, aber die DVD finde ich jetzt nicht unbedingt, dass es wert ist. Hier haben wir dasselbe Bild ohne Mosaik und dann klappen wir hier wieder zu und hinten drauf dann noch einmal die Inhaltsangabe von hier und ebenfalls auch sehr schön mit auch allen Bonusmaterial, was da drauf eben ist. Ja. Und dann geht es weiter mit der nächsten. Und zwar von 1986 bis 89. Und hier musste ich leider feststellen, dass hier auch die Abdrücke zu sehen sind von dem Disc innen drin. Und wenn man hier hinlangt, dann merkt man das auch. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz echt zugeben. Auch hier. Und vielleicht sieht man es auch in der Kamera. Ich weiß nicht. Ja, guckt ihr das? Seht ihr das? Hier sieht man das. Und das ist schon wegen nervig. Auch hier wieder eben die kleinen Mosaikbildchen. Richtig schön gemacht. Was mir auch als Motiv eigentlich auch am besten gefällt, dieses Bild. Macht echt was her. Ist eben von 86 bis 89. Und dann machen wir hier mal auf. Und dann sieht man eben hier die nächsten Discs. Mit den ganzen Inhaltsangaben. Und hier kann man wieder aufklappen. Und das sind noch die restlichen noch. Ja, hier noch das Bild, eben ohne Mosaikbildchen. Und hier wird die Inhaltsangabe. Auch hier sieht man die Abdrücke von den Discs, was mir auch nicht sonderlich gefällt. Aber hier eben noch die Inhaltsangabe. Ja, und dann sind wir bei der letzten Box angelangt. Und zwar von 1990. Die geht aber ganz schlecht raus, machen wir es mal so. Hat auch keinen. Hier eben dann die nächste, oder die letzte zumindest, von 1990 bis 2010. Wie gesagt, es fehlen die letzten Jahre fehlen noch, weil ich es sehr schade finde. Aber wie gesagt, es soll uns lange erhalten bleiben, die liebe Dieter Hallervorden, denn er ist einfach ein super Schauspieler. Und ja, auch hier wieder eben ganz viele kleine Mosaikbildchen, wie man hier sieht. Richtig schön, sehr hochwertig gemacht, wie ich finde. Und ja. Innen drin machen wir auch mal auf und dann sehen wir hier wieder dann die nächsten Discs. Auch sehr schön wieder hier detailreich beschrieben, was er da ist. Und hier eben noch ein Bild von ihm ohne Mosaik.
Und dann noch, wenn man aufklappt, die weiteren Discs noch. Auch richtig schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und eben jetzt hier eben die Rückseite mit der Inhaltsangabe von diesem Teil. Ja, eigentlich ist es eine schöne Edition, aber wie ich schon gesagt habe, diese kompletten Discs fallen alle raus. Und wenn ihr die bestellt, überlegt euch zweimal, die für 160 Euro oder 150 Euro zu bestellen. Schaut mal bei Cyberman vorbei, vielleicht kommt ihr mal rein. Denn dann lohnt es sich schon eher. Denn wie gesagt, wo ich das jetzt ausgepackt habe vorher, kamen wirklich alle Discs mir entgegengeflogen. Und ja, da war ich eh nicht so ganz gut drauf. Und da habe ich bin geflucht vor der Kamera. Und jetzt bin ich etwas gelassener, entspannter. Und vielleicht ist das Video auch etwas besser geworden als das andere. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, wer noch keine D.T. Hallervorden-Filme hat oder Serien hat, ist es auf jeden Fall eine Investition wert. Oder ihr wartet, bis es irgendwann mal auf Blu-ray kommt, aber ich denke eher mal nicht. Leider. Aber wie gesagt, sehr schöne Box, kann ich auch empfehlen. Aber der große Manko ist echt, diese Verpackung ist wirklich Mist geweht. Da hätten wir vielleicht so kleine Splitter reinmachen können, wo man sie eben feststeckt. Und es wäre etwas besser gewesen als jetzt diese Version. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und war auch informativ für euch. Und ihr könnt mich noch gerne abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Fäusen80. Tschüss.